Willkommen zurück, Freunde. Bei den letzten Streams gab es ja ein paar technische Probleme. Die sollten jetzt auf jeden Fall ausgemerzt sein. Ich habe das Ganze eben auch noch durchgetestet. Läuft alles wunderbar. Dadurch, dass ihr meine wohlklingende Stimme beim letzten Mal oder den letzten Mal nicht hören konntet. Was hat sich verändert? Im Bereich der Ausrüstung habe ich ein bisschen was zusammengecraftet. Hauptsächlich habe ich darauf geachtet, möglichst viele rote Sockel in den Ausrüstungsteilen zu haben. Hat auch soweit gut funktioniert. Und abgesehen von einem grünen und einem blauen Gem habe ich eigentlich alles, was für unseren Bild wichtig ist, hier drin. Der blaue und der grüne Gem, die benötigen ein bisschen mehr Geschick und Intelligenz. Das habe ich aktuell noch nicht. Ich bin aber dran. Was haben wir heute vor? Einmal das zweite Gebiet hier des Labyrinths daddeln. Denn hier verbergen sich nochmal 3 Punkte für unsere Aszendentenklasse, also für den Berserker. Und die werden wir hoffentlich ziemlich entspannt jetzt einmal gemeinsam durchmachen. Und ich teile mit euch ein wenig meine Gedanken zu dieser Season, denn die letzten Streams sind ja tonlos. Dadurch, dass das jetzt meine zweite Season ist, ich habe natürlich nicht so viel Erfahrung, ich kann jetzt nicht so viel vergleichen zwischen den vorherigen Seasons, aber ich finde diese Season eigentlich ziemlich cool, denn die Möglichkeiten mit unserer Lampe die Gegner zu verändern, stärker zu machen, schwächer zu machen, besondere Fähigkeiten zu geben, finde ich ziemlich cool. Am Anfang habe ich das recht wenig genutzt. Mittlerweile nutze ich das sehr aktiv. Ich habe aber auch keine Gefäße mehr, um das Ganze zu nutzen. Aber die Mechanik dahinter, die Idee dahinter, gefällt mir sehr gut. Aber wir machen hier erst nochmal schnell den ersten Dude. Und natürlich auch die Möglichkeit zu craften auf dem Friedhof. Finde ich ziemlich cool. Mit dem Crafting in diesem Game habe ich noch so meine Probleme, weil es ja durchaus komplizierter ist als in anderen Games. Und das Friedhof-Crafting, nenne ich es einfach mal, ist wesentlich einfacher und entspannter. Da brauche ich halt nur entsprechend die Leichen. Natürlich gibt es auch da wieder die Möglichkeit, das Ganze zu perfektionieren und mit den richtigen Typen wunderschöne Gegenstände zusammenzubasteln. Dieses Können habe ich natürlich nicht. Aber mit meinem überschaubaren Wissen für Path of Exile kann ich auf jeden Fall ganz ordentliche Items zusammencraften. Ihr habt es ja auch teilweise am Anfang gesehen, was ich euch gezeigt habe. Damit sollte ich hoffentlich durch die Story kommen. So, mal aufpassen, dass ich hier nicht hops gehe. Gut, das haben wir überlebt. Also, Crafting ziemlich cool, die Lampe ziemlich cool. Was gibt's noch Neues? Ich glaube, sonst ist mir noch nicht so viel Neues aufgefallen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der PoE-Fachmann. Erkenntnisse von mir waren jetzt auch nochmal, dass ich, glaube ich, ein bisschen mehr auf Widerstände achten sollte. Denn ich habe jetzt auch mal wieder bei der Story gemerkt, wenn ich ein bisschen was in Widerstände investiere, komme ich auf jeden Fall besser durch die Story. Das werde ich aber bei der nächsten Season auch nochmal durchtesten müssen. Ich denke aber, das wird der Way to go sein. Klar ist es cool, dicken, heftigen Damage rauszukloppen, aber wenn wir dann gewone-hitted werden können, ist es natürlich nicht mehr ganz so lustig. Deswegen erst einmal auf Überleben gehen
und dann auf Damage. Das ist so mein Plan für die nächste Season. Aber in dieser Season, muss man sagen, bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser durch die Story gekommen. Ich hatte zwar kurzzeitig mal so ein paar kleine Problemchen, aber wenn ich dann auf dem Friedhof eben schnell ein Item gecraftet habe und das dann Verteidigungswerte drauf hatte, bin ich gut durch die Story weitergekommen. Also das war auf jeden Fall wieder so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, was mir hoffentlich dann auch zukünftig bessere Spielerfahrung geben sollte. Nach wie vor muss ich mich aber auch nochmal mit dem richtigen Crafting-System tiefgründiger auseinandersetzen, denn wenn diese Season hier vorbei ist, können wir natürlich nicht mehr über den Friedhof und mit den Leichen craften. Das ist ja jetzt quasi so ein Season-Special. Ja, ich hatte die Hoffnung, das ist da. Doch, hier geht's doch rein. Genau, das war meine Hoffnung, dass es hier reingeht und wir dann gleich Boss Nummer 2 oder den zweiten Tribe Boss machen können. Jetzt auch, wo die neue Season bei Diablo angefangen hat und ich da mal reingeschnuppert habe, muss ich auch sagen, Schwierigkeitsgrad technisch ist das Ding hier, Path of Exile, immer noch ganz oben anzusiedeln in seinem Genre. Da kann Diablo definitiv nicht mithalten. Last Epoch ist zwar ein bisschen schwieriger als Diablo, aber längst nicht so schwer wie Path of Exile. Deswegen ist Path of Exile weiterhin der King im Bereich Schwierigkeitsgrad. Und natürlich auch Komplexität. Ja, nochmal hier schnell umhauen und dann düsen wir hier oben einmal durch. Ja, schade, ich habe gehofft, dass wir dann hier gleich direkt nochmal gegen den Boss kämpfen können. Na, ich werde das hier, glaube ich... Ah, shit. Ja, großer Fehler. Ich bin mit dem Ding mitgelaufen. Und dadurch hat er mich halt geschrotet. Shit. Aber ich meine, das ist auch bei meinem ersten Durchlauf passiert, als ich das grausame Labyrinth quasi zum allerersten Mal versucht habe. Damals noch mit dem Minion-Bild. Müssen wir halt nochmal machen, nützt nichts. Ja, aber so vom Damage, den wir hier reingedrückt bekommen, geht das eigentlich. Wir müssen halt nur bei den Fallen ein wenig drauf achten, dass, so wie eben, dass ich das nicht nochmal mache. Also selbst wenn diese Dinger uns hier guten Schaden reindrücken, solange wir nicht mit der Falle mitlaufen und dann permanent den Schaden bekommen, passt das eigentlich. Oh, nee, der Marker schickt uns nach unten, also schnell dahin.
Ja, da fällt mir noch was ein. Also mein Verständnis für das Equip ist zwar immer noch nicht glänzend und brillant, aber ist auf jeden Fall auch schon mal besser geworden. Die Waffen haben ja, hätte man auch von alleine drauf kommen können, wenn ich jetzt hier drüber hover, erforderliche Stufe und erforderliche Attribute. Und da habe ich in der Vergangenheit nicht wirklich drauf geachtet. Das habe ich jetzt in dieser Season allerdings gemacht. Und siehe da, hat natürlich auch gewisse Vorteile. Deswegen werde ich das jetzt in der Zukunft auf jeden Fall noch mehr machen müssen. Mehr in den Fokus rücken, um dann da auch die richtigen Items zu tragen. Schwierig ist für mich nach wie vor zu schauen, welche Werte, welche Items sind denn die richtigen für mich. Und natürlich auch zu sehen, wenn ein Item droppt, kann ich das gebrauchen oder nicht. Das macht es hier auf jeden Fall ein bisschen komplexer, das Ganze zu erfassen. Das war knapp, aber hat funktioniert. Also es gibt definitiv noch deutlich mehr zu lernen und auszuprobieren. Aber wäre natürlich auch blöd und ja, nicht so cool bei einem Game, was 10 Jahre auf dem Markt ist, wenn man nach einer Season bzw. zwei Seasons schon alles kennen würde und ausprobiert hätte. Das wird definitiv noch deutlich länger dauern. Den Hebel da auf der Seite. Ach, das wird schon irgendwie passen. Hier geht's wieder raus. Ja, aber Annahme bestätigt. Solange wir jetzt hier nicht in irgendwelche garstigen Fallen laufen, ist das alles ganz solide. Wir sind natürlich auch vom Level her deutlich über dem, was wir sein sollten, um hier reinzulaufen. Von da haben wir ein kleines Overleveling. Aber wo soll's als nächstes hingehen? Aber okay, solange hier keine garstigen Fallen auf uns warten, ist ja sowieso alles gut. Dann brauchen wir halt ein bisschen länger, um hier durchzulaufen. Ist aber auch kein Problem. Jedes Mal wieder aufs Neue zu finden, ist ein Abenteuer für sich.
Da oben haben wir sie. Sehr schön. Gut, jetzt sind wir genau dort, wo wir eben hops gegangen sind. Und dieses Mal muss ich mich gegen die Fallen definitiv besser bewähren. Nee, das bringt nichts. In der Vergangenheit hatte ich ja immer die Taktik, einfach gegenzuheilen. Aber man hat ja eben auch gesehen, dass meine Taktik noch so ein paar Schwächen hat. Deswegen werden wir mal versuchen, uns so wenig wie möglich von diesem Ding treffen zu lassen. Das wird meine neue Taktik werden. So, komm. Prüfung Nummer 2. Und gib ihm. Aha. Da knallt er gut rein. Gut, ein bisschen mehr auf die Wächter achten, die hätten mich eben platt machen können. Na, EP sind ziemlich mickrig hier. Schon. Ja, die Speere, die aus dem Boden gekommen sind, haben mich da ein bisschen festgehalten. Gut, verständlich, wenn man aufgespießt wird. Ist das jetzt eine neue Area? Ja, ne? Genau, hier kommen wir jetzt hin. Wenn wir Glück haben, haben wir dort dann die nächste Prüfung. Und damit auch schon die letzte Prüfung. Komme ich hier nicht durch? Doch. Und jetzt suchen wir natürlich weiterhin nach der letzten Tür.
komm schon. Das letzte Mal, dass ich hier drin war, ist natürlich auch wieder 3 Monate her. In der Zwischenzeit, falls ich eventuell etwas gewusst haben sollte oder mir gemerkt haben sollte, habe ich das in den 3 Monaten natürlich wieder komplett vergessen. Also hier gab es definitiv die ein oder andere Geheimtür. Meistens lag irgendein Loot dahinter. Hier scheint jetzt aber nichts dahinter gelegen zu haben. Da ist die Tür, sehr schön. Okay, das ist noch nicht das Ding, wo wir uns der dritten und letzten Prüfung stellen werden. Oh, okay. Da haben wir auch wieder eine garstige, tödliche Falle. Na, silberne Schlüssel. Könnte man theoretisch mit... Ah, nee. Der kommt da gar nicht rein. So, da haben wir die nächste Tür. Sehr schön. Prüfung des Anwärters. Damit sollten wir doch hier die letzte Tür, genau. Sehr schön. Jetzt nur nicht failen. Ja, und im besten Fall auch nicht in der Falle stehen bleiben. Oh, was ist passiert? So, okay. Interessant. Also, er hat uns weggeportet. Das ist ein wenig unfair, aber okay. Dann schauen wir lieber mal nach dem Loot, den er uns hier gegeben hat. Das könnte eventuell... Nee, das auch nicht. Nee, das Teil brauchen wir nicht. Das hat ein bisschen wenig Sockel, aber nehmen wir mal trotzdem mit. Haben wir hier irgendwie sockeltechnisch? Nein, auch nichts. Ja, das brauchen wir für unseren Bild eigentlich nicht. Kettengürtel nehmen wir mit. Ach komm, nehmen wir das Teil mal mit.
Da haben wir noch das Teil. So, das passt. Verfügt. Nee. Währungsgegenstände brauchen wir nicht. Es sei denn, wir könnten den hier dafür opfern. Aber nee, wir nehmen lieber mehr Qualität. Und zwar Spalten nutze ich ja sehr häufig und sehr gerne. Deswegen packen wir hier mehr Qualität drauf. In der Hoffnung, dass der Gerät mehr Damage jetzt macht. Gut, jetzt müssen wir uns nur noch hier unsere Punkte sichern. Wir haben 2 Punkte dazu bekommen. Ich muss mal eben schnell im Bild schauen, was wir machen müssen. Und was wir machen können, ist entweder hier die beiden Punkte rein investieren oder wir gehen hier Richtung Pfad der Zerstörung. Ich würde eigentlich sagen, wir nehmen die beiden hier, dann sind wir damit durch. So, und jetzt beim nächsten Mal gehen wir einfach nur noch zum Pfad der Zerstörung und haben dann hier den Berserker auch einmal komplett durch. Wunderbar. Gut, haben wir noch ein bisschen mehr Damage bekommen. Ist natürlich auch immer sehr gut, sehr wichtig. Und damit sind wir für heute eigentlich durch. Wobei wir können noch mal eben schnell schauen. Beim letzten Mal hatte ich in Akt 9 so meine Problemchen gehabt. So, hier haben wir den Wanz der Bestie und hier bin ich beim letzten Mal hängen geblieben und nicht weitergekommen. Schauen wir mal, ob wir mit den neuen Punkten im Berserker die Möglichkeit haben, hier besser durchzukommen. Okay, haben wir nicht. Gut, alles klar. Nach wie vor bisschen schwieriger hier. Dann werde ich nochmal auf den Friedhof zurücklaufen und schauen, was man hier itemtechnisch noch verbessern kann. Wenn ich die Verbesserung hinbekommen habe, sehen wir uns dann wieder zur nächsten Folge und dann werden wir hoffentlich Akt 9 und 10 erfolgreich beenden können.